War nicht ein Video von Satahubo am Start? Boah, okay, egal, gehen wir rein. Ah, mein Zaubertrick, oder was? Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt. Das war ein guter Zaubertrick, ich sag's euch so, wie es ist. Den macht mir so schnell niemand nach, Digga. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten. Bei wem auf der Stern haben wir das nochmal gemacht? Bei Adam, genau. Ah ja, Dankeschön, Chat, ja. Video. Krass gelbe Zähne, ja. Und zu den gelben Zähnen stehe ich, ja. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie gelb sie wirklich sind, vergleicht sie mit der Farbe meiner Augäpfel. Das ist der sogenannte Weißton 14. Na und? Eins ist Alaska-Weiß und ich habe 14. Und? Wo bin ich das denn? Da sehe ich jetzt aber auch nicht so den krass, also, Digga. Bist deppert oder was? Bist deppert oder was? Huch, was passiert? Digga! Wir hatten da ihn so verunstaltet. Digga! Das ist ja wie Frankfurt Hauptbahnhof, Alter. Hast du Wer hat alles ein Mic an? Ah, Sweezy und Nöll haben das Mikrofon an, ja? So gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, weil ich bin so ein Kind, das so jeden Tag Fortnite spielt, aber immer nur Fortnite. Mann. Zweiter. Können wir noch eine Runde? Ey, jeder leider nur immer eine Runde. Kann ich dir eine Anfrage schicken? Das geht leider auch nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu zocken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Ich hab den erfolgreichsten Streamer entfolgt. Entfolgt oder gefolgt? Streamer entfolgt. Einfach auch der erfolgreichste, nicht nur der beste. Haben wir es gehört? Also ich denke mir das als Freund, nicht aus. Ich denke mir das ja nicht aus. Er hat's ja gesagt. Ich bin ja, das Kind war geistig verwehrt, Digga. Hallo? Spielen wir noch eine Runde? Wir spielen noch eine Runde. Ich kann es nicht fassen. Weil heute ist mein bester Tag meines Lebens. Was? Quick Joke an, was brauchst du? Amazon, PaySafe Card oder PSN? Ich will V-Bucks. Ich will V-Bucks. Das ist verrückt, finde ich, in Fortnite, Digga. Wie krass das ist, dass die Leute, dass auch gerade die jüngeren Zuschauer da immer noch so drauf abfahren. Und ich sage euch auch warum, weil viele von denen, die 2017, 2018, also sagen wir mal 2018, 2019 gerne Fortnite hätten spielen wollen, waren noch zu jung. Viele von den Kids, die damals so 7 oder 8 waren und unbedingt auch mal Fortnite spielen wollten, weil alle drüber geredet haben, fangen jetzt erst an, weil sie jetzt erst von ihren Eltern mit 11, 10, 12 whatever, dass wir mal wieder spielen dürfen, Digga. Oder jetzt spielen dürfen. Hallo? Nein, das bist du. Wallahi, hast du schon mal. Ich hab Crow getroffen. Oh mein Gott, ohne Maske. Isa, hier ist ein Waschbär. Wanda. Von mir aus rechts. Ja, aber die meinen alle, das wäre die Single-Seite. Trägt die Trägerin die Schleife rechts, ist sie vergeben. Boah, ich muss mal meinen Pulli ausziehen. Der, es liegt alles nur am Pulli. Ui. Oh, ui, Memo. Ich finde das gar nicht so, diesen Absound von Anfang. Boah, das ist doch nicht. Oh, ja, Bock. Oh, ich hätte es geschafft. Digga, mit schwerstes ist es. Ja. Junge! Glaubt ihr, das hat wirklich was mit Kraft zu tun oder mit einer gewissen Technik? Also mit so einem Trick 17? Beides. Also ich habe mal gehört, dass auf dem Oktoberfest in Bayern bis jetzt ein Rekord aufgestellt worden ist, der bis heute nicht gebrochen worden ist. Und das war, als Tassos seine Mutter ihre Schlabbertittis, ihre Milchtüten da auf das Ding gepfeffert hat. Ja, genau, so war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Kackeball. Was? Sonst wurden wir verboten? Wo ist Kilian? Woher kenne ich den Song eigentlich? Ist der aus Dings? Das ist doch ein Tony Hawk Song, oder? Genau, so machen Nee? Times are things a man cannot know. Ey, wenn du 1000 Follower hast, rentiert sich das? Rentiert sich nur, wenn ich 1000 Follower habe. Komm mal her. 1000 Follower hast du. Bist du süß oder hässlich? Ist so, ist halt, also ja, doch, ist auf jeden Fall cool. Weil es halt unglaublich klein. Ja, so die Ohren und so. Das ist halt lockig, ne? Ein Oma-Hund ist gut, das ist es. Ja, ist schon feini. Mir ist das so ein bisschen Omi-Hund, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich kannte vorher nur alte Omas, die so einen Hund hatten. Die ist alles andere als eine Oma. Oh, danke für den Hinweis, Digga. Ich hab gehört, Honey Poo wäre schon 67. Sieht jetzt aber realistischer aus mit dem Hund, Digga. Ich würde ihn... Boah, wir müssen irgendwann mal Hunde ranken, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist in der oberen Hälfte, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall besser als 50% der Hunderassen, die es gibt. Aber es ist halt... Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der den Hund besitzt, der unter 70 ist. Ich gebe dem Hund... Süß ist der Hund, keine Frage. 6,5 von 10. Oh, Akani würde ich sogar... Ich musste mal auf Akani aufpassen. Revi musste im Hotel einchecken und der hat eine halbe Stunde lang durchgebellt. Aussehen 8,5, aber er hat sehr genervt und deswegen nur... 7,5. Wie viele? Kylo ist eine 10 von 10. Visiere ist wieder Gift, aber scheiße. Oh mein Gott, hallo. Der. Jetzt mal aber ganz ehrlich, wer braucht die Scheiße, Digga? Gib mir ein ACOG-Visier, ein Rotpunkt-Visier und 2- und 3-fach und das war's. Das ist doch ganz großer Quatsch. Bis du die alle durchgespielt hast, ausführlich, ist Modern Warfare 3. Remake und Warzone 3 draußen, Digga. What the f, Digga? Bruder, ich scroll immer weiter. Auf einmal komme ich in der Schuldenfalle von ApoRed raus, Alter. Holy shit, was ist da denn los, Bruder? You never take advice. Mann, dieses Klettern dauert zu lange. Wofür ist die Rotze wieder drinne, ihr nutzlosen Sch*****haufen? Ihr spielt die eigenen Spiele nicht. He was a punk. Alle so eklig, Bro. Das ist Beta! Lauf, du Arschloch! Die Stats werden nicht ins Feld gehen über da! Oh, im Bus, Digga! Freddy, komm, Bus bauen! Er ist in der Wand geglitscht. Herzlichen Glückwunsch, Salmec. Zu zweit sogar. Ihr seid wieder die des Abends. Und deshalb halte ich mich von der COD-Community fern, wie vor stinkenden Leuten in der Bahn. Das war ein 10 von 10 Vergleich. Ich will das auch. Wie kriegt man das? Ich will das auch. Ich will das auch, dass irgendein Sound kommt. Irgendein Sound. Wie hat's Pflanzi gemacht? 200. Komm, Abfahrt. Ach, was war's? Bisschen Fortnite. Haben wir doch mal wieder was Neues installiert. Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Wie hat der das gemacht? Wer ist da eingeschlafen von euch Arschleckern? Amal! Kann man das mit Bits einstellen oder was? Wie, mit Bits macht man das? Oder nein, Chat, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Ey, Chat, wir machen zwei 10.000 Bits dann rein. Nee, dann heißt es wieder abgehoben, weißt du, wie ich meine? Wir gucken erstmal das Video weiter, dann gucken wir mal. Jemand einschlafen oder was? Not to be racist or anything, but Asian people. Lass mich einfach voll gehen, ich lass alles raus. Wirklich, ohne Scheiß. Ich lass echt gerade alles raus. Ich hab hinten gerade beim Furzen ein bisschen verloren und es klebt in meiner Hose. Aber ich hab jetzt keine Lust. Und was mache ich dann? Ich wisch einmal mit der Unterhose einfach nach, dass es nicht durchdrückt. Ich verteil's einfach ein bisschen. Es ist doch scheißegal. Das sind immer die gleichen Sounds, ne? Ich dachte, da gibt's noch ein paar. Ziehst du heute schon Packs in der Web-App? Nein, wer Packs in der Web-App zieht, ist bösesüchtig. 6 Stunden später. Moin Leute, Timex hier. FIFA 23 ist sehr bald da. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben in der Web-App. Wer Packs in der Web-App zieht, ist bösesüchtig. Ist er wirklich in die Web-App reingegangen, der süchtige Hund? Bösesüchtig. Aha! Ich, Wallabila, ich hab noch nie in der Web-App Packs gezogen. Das wollten alle unbedingt, dass ich mir das reinziehe. Du kannst sowieso keine Points auf Web-App aufladen. Warum nicht? Sofort sagen, warum nicht. Sofort, ganz schnell. 3, 2,
1. Gebannt. Ich bin hier der am wenigsten Süchtige. Guck mal, es steht Musiker. Sollte eher Clown stehen. Marki Bauer mit den Fakten am Sprechen, Digga. Schon ein süßer Hund, aber mir fällt auch kein hässlicher Hund ein. Außer vielleicht dieser hier und der tut mir trotzdem leid. Warte kurz, dieser hier. Ich habe ein Sättigungsgefühl, ja, ich auch nicht. Der war böse.